Okay, herzlich willkommen zum vierten Podium. Es geht um die teilautomatisierte Dokumentation in dieser Reihe jetzt. Damit wollen wir uns mal beschäftigen. Wir haben heute schon etwas darüber gehört, wo die Herausforderungen, die Anforderungen für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf den Betrieben sind, dass man teilweise, also wir wollen uns jetzt mal damit beschäftigen, wie wir es den Leuten einfacher machen können, wie das Ganze funktioniert. Und da freue ich mich jetzt auf dem Podium. Ich fange mal an mit Martin Schönberg. Herzlich willkommen. Ist Diplom-Agraringenieur und fokussierte sich bereits während seiner Ausbildung auf das Thema Precision Farming. Im Jahr 2012 trat er als Precision Farming Produktspezialist und RTK Projektverantwortlicher bei CNH Industrial ein und im Frühsommer 2020 wechselte er als Head of Sales und Support zu 365 Farmnet. Herzlich willkommen bei uns auf dem Podium. Dann Josef Hubertus Bosch, bewirtschaftet mit seiner Familie einen Markfruchtbetrieb in der Nähe von Regensburg und hat Agrar- und Gartenbauwissenschaften in Freising studiert und einen Masterstudiengang in Schweden und München absolviert. Nach einigen beruflichen Stationen im Bereich Smart Farming arbeitet er für Farmfext und ist dort für Next Farming im Produktmanagement und Product Owner tätig. Herzlich willkommen auch bei uns. Lars Brackhage sitzt direkt neben mir, arbeitet seit der Gründung des Unternehmens für Betrico. Er ist im Bereich der Kundenberatung und des Service für des Agrarmonitors tätig. Und Dietrich Kortenbruck, Besitzer eines Mobiltelefons, den ich dadurch erreichen konnte, ist in der Landwirtschaft in Westfalen aufgewachsen. Er studierte Maschinenbau in Köln und Agrarwissenschaften in Hohenheim. Nach Stationen bei Grimme, New Holland und Glas. Oh, ehemalige Berufskollegen sehe ich auch. Ne, CNH waren sie, ne? Sie waren ja bei den Roten, richtig. Gründete er die EXA Computing GmbH. Das System EXA-Track ist eine Lösung zur Datenerfassung und Dokumentation auf landwirtschaftlichen Betrieben und auch schon bei Top Agrar getestet worden, soweit ich mich erinnern kann. Genau, mein Name ist Guido Höhner, ich bin einer von zwei Chefredakteuren der Top Agrar-Redaktion und freue mich heute durch das Programm führen zu dürfen. Wir diskutieren jetzt mal über das Thema der teilautomatisierten Dokumentation und werden nachher auch noch die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Also bleibt spannend hier. Ich fange mal mit Herrn Schönberg an. Grundsätzlich zu den Anfragen Ihrer Kunden. Welche Arbeiten möchte die Landwirte denn gerne dokumentieren und wenn, wofür? Also das muss man ein bisschen differenziert betrachten, je nachdem, was man für eine Betriebsstruktur hat. Die einen möchten natürlich alles dokumentieren, jedes Detail von dem einzelnen Kraftstoffverbrauch bis hin zum letzten Mittel, was ausgebracht wurde. Und das ist natürlich schon auch eine Herausforderung, die wir sehen, die wir uns stellen und die wir hier auch mit Partnern entsprechend umsetzen, dass wir das leisten können, weil, wie gesagt, die einen möchten den Auftrag tatsächlich direkt vorplanen, in die Maschinen senden und dann entsprechend im Detail die Flächenleistung zurückbekommen. Und die anderen, die sind da etwas lockerer unterwegs und sagen eben, dass ich tatsächlich nur die Applikationskarte abfahren möchte und diese Ergebnisse erhalten möchte. Sie sagten gerade, es hängt von der Betriebsstruktur oder eher von der Struktur des Betriebsleiters ab. Also wahrscheinlich sind es die offeneren, die Sie mehr fordern, stimmt's? So kann man es bezeichnen. Ja. Vielleicht nochmal eben, Herr Bosch, wie funktioniert das bei Ihnen in der Dokumentation? Wie läuft das? Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass Dokumentation was ist, was dem Landwirt erstmal nicht die größte Freude bereitet. Nee. Der Landwirt will raus auf den Acker, will vielleicht raus in den Stall und die Dokumentation ist ein notwendiges Übel aus zwei Gründen. Einerseits, weil er gesetzlich verpflichtet ist, zu dokumentieren und auf der anderen Seite, weil er die Dokumentation natürlich auch braucht für sein Betriebsmanagement. Wenn er nicht weiß, wie viel er schon gedüngt hat, weiß er nicht, wie viel er noch düngen muss. Wie läuft das Ganze? Wir haben bei uns in der Schlagkartei eine ganz klassische Funktion in der Webanwendung. Man dokumentiert, wer hat wann was gemacht. Und jetzt bin ich sehr IT-affin, aber selbst mir macht das jetzt nicht den größten Spaß nach 10 Stunden auf dem Schlepper. Dann ist der nächste Schritt eigentlich, man macht das Ganze mit der App unterwegs, Lenksystem an, schon mal die Dokumentation machen oder halt man bleibt kurz stehen auf dem Feldweg, macht die Dokumentation. Und die Königsklasse ist eigentlich das, was heute sehr, sehr gut zu dem Event passt. Wir haben eine Lösung, die an den Agri-Router angedockt ist und die kriegt die Daten über den Agri-Router. Und dann geht man eigentlich nur nach der Arbeit noch kurz ins Büro, sieht, was in seiner Inbox im Next Maschinenmanagement drinnen ist, drückt auf Maßnahme verbuchen, kontrolliert das nochmal, speichern und dann ist das Ganze vollautomatisch in der Dokumentation drinnen mit den schlagindividuellen Ausbringmengen. Dann ist es eigentlich schon fast vollautomatisiert bis auf die Kontrolle durch den Landwirt. Okay, spannend. Ja, dann
ich hatte es eben schon mal gesagt, Extratrack, wir haben ja schon mal zusammen, Sie sind Hersteller, unabhängiges Maschinentracking machen Sie. Wir haben heute schon mal bei einigen anderen Runden darüber gesprochen, es gibt ja nun sehr, sehr mächtige Landtechnikhersteller, die jetzt hier gerade nicht drauf sind. Aber wie sind Sie da drauf gekommen zu sagen, der Hersteller interessiert uns jetzt erstmal nicht? Wir kommen halt aus der Kundensicht her. Das heißt, der Kunde, unsere Kundenklientel, die will sehr genau erfassen, was auf dem Betrieb läuft. Da geht es auch über die reine Pflichtdokumentation hinaus. Es geht jetzt nicht um Pflanzenschutzdokumentation, sondern da soll wirklich für jeden Schlag ganz genau erfasst werden, wie viele Minuten wurden darauf gearbeitet, wie viele Schlepperstunden sind angefallen, was würden für Betriebsmengen ausgebracht. Und das wollen natürlich A, sehr genau erfassen, B, die Mitarbeiter auch davon entlasten, von der manuellen Dokumentation, sei es auf einem Zettel, auf einer App oder so, das ist ja erstmal egal. Und das soll im Prinzip vollautomatisiert laufen. Und damit ich das automatisieren kann, muss ich an alle Maschinen dran können. Das ist natürlich, passt super hier in dieses Format natürlich, weil wir über den Agi-Router da natürlich total flexibel Daten erfassen können. Und ja, durch unsere herstellerungliche Lösung können wir das einfach nachrüsten an den Maschinen, können die Daten, die wir dann erfasst haben, wir haben sehr gemischte Flotten auf den Betrieben, das sind alte Maschinen, neue Maschinen, alles durcheinander, das können wir einheitlich erfassen und können es dann auch zum Beispiel über die Agi-Router-Schnittstelle dann in andere Systeme weiterleiten. Aber im Prinzip haben wir nicht die homogene Flotte und da sind wir eigentlich der Problemlöser, der das einmal homogenisiert. Sie arbeiten da mit so einem Hardware-Teil, was in der Kabine liegt, an, richtig? Ganz genau, das ist eine Hardware, die wird im Prinzip einfach angeschlossen, dann Isobus-Boxe zum Beispiel, und erfasst dort dann Standorte, Stunden, diese Mengen und so weiter. Okay. Last but not least, Herr Brakage, Agri-Monitor, wie machen Sie das? Ja, wir sind seit 2011 ja im Markt und wir haben einzelne Probleme ja heute schon gehört, wo es nicht klappt. Wenn die Felgenfarbe sich ändert, haben Sie selber gesagt, kommt, hört es irgendwo auf. Jetzt müssen wir sehen, unsere Kunden sind ja nicht sortenrein, was die Landtechnikhersteller angeht. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die mal funktioniert. Und natürlich hat sich die letzten 5 Jahre viel getan, die letzten 2 Jahre ist sehr viel getan. Aber wenn wir mal zurückblicken, 2011 war da noch nicht viel los. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein universelles System, was immer funktioniert. Und das ist dann einfach der Fahrer. Und das war historisch ausschließlich der Fahrer. Und so haben wir dann eben auf den Maschinen ein traditionelles Telefon, Smartphone, ein Tablet, wo der Fahrer eben zum einen Informationen bekommt, sprich seine Aufträge bekommt, aber auch Informationen eingibt, was Betriebsstunden sind, was Kraftstoffverbräuche sind, die er händisch dokumentiert. Da kommen wir her, das funktioniert immer und überall mit der Fehlerquelle, die wir alle kennen, fehlerhafte Fahrereingaben, Zahlendreher und. Und deswegen sind wir natürlich auch hier, weil wir auch im Agri-Router von einzelnen Landtechnikherstellern, ich sehe zum Beispiel Henrik Hagebürke hier vorne von der Firma Grimme, ich habe Vertreter der Firma Krone gesehen, wo wir eben Echtzeitdaten bekommen von den Maschinen, um die Fahrereingaben abzulösen. Denn Ziel muss es sein, den Fahrer da irgendwie rauszubekommen. Ja. Aber gleichwohl wissen wir, dass das aktuell doch schwierig ist, ein Traum ist. Und ein Traum reicht den Leuten, die vorhin hier auf dem Podium saßen, nicht, sondern die brauchen was, das morgen früh um 8 Uhr tut. Ja, vor allem müssen die auch Leute finden, die da Lust haben, sich mit, also die Lohnunternehmerfahrer, die ich bei mir aus der Feuerwehr kenne, das sind jetzt nicht in erster Linie computeraffin. Ne? Also ja, für die ist ein Dreiachser-Gülle fast geiler als nicht immer der Gruppenführer, ne? Das ist so. Das ist so, ja. Also von daher, was ich sagen möchte ist, wenn ich noch Herrn Schönberg noch mal frage, welche Ansätze zur Dokumentation, welche Parameter müssen überhaupt dokumentiert werden? Also wie tief müssen wir da reingehen, auch wenn ich Telemetrie angehe? Telemetrie kann ich ja noch nicht so viele Daten durch die Gegend schicken, oder? Man kann schon einiges an Informationen austauschen. Wir sind ja sozusagen der aufnehmende Part jetzt hier in der Runde gemeinsam. Und da sind schon relativ viele Informationen, die man aufnehmen kann. Und wir haben das jetzt schon gehört, die Pflichtdokumentation möchte erstmal keiner so weit machen. Ne? Aber das ist im Prinzip das, was wir dann eben auch teilautomatisiert oder eben auch automatisiert, je nachdem, wie man es aufsetzt, zum Beispiel über Telemetrie, dann entsprechend hier mit Extratrack noch weitere Informationen hinzufügt oder eben auch über unser Active-System, wo wir eben auch so ein Anbaugerät erkennen und dann über ein auch Beacon dann, oder? Über so ein Beacon, ganz genau, da sind wir auch nicht die Einzigen, die das mit anbieten, aber wir können sie eben alle aufnehmen, diese Informationen. Und das ist natürlich schon dann auch der Mehrwert, den man dort als Landwirt hat, weil man entsprechend zum einen Maschinen, die sonst nicht sichtbar werden,
sichtbar macht, ne? Auch entsprechend auf die Arbeitsleistung, also die Produktivität eines Gruppers beispielsweise, ergänzend dazu zu den Verbräuchen, die über die Maschinen kommen. Ne? Und das ist natürlich der Charme an der Teilautomatisierung. Also gesamte Maschinenkombination dann kennen und nicht nur sagen, das ist jetzt der, weiß ich nicht, 6250 oder so. Genau, und das Ziel ist ja im Prinzip über diese Teilautomatisierung, Automatisierung, wir sind ja eigentlich sehr bescheiden, wir könnten ja eigentlich auch schon sagen, dass wir in einigen Bereichen automatisiert unterwegs sind, tatsächlich auch einen Gesamtblick über das Jahr, über die Kultur oder eben noch über die Fläche erhalten. Und das ist ja erst in den letzten Jahren möglich geworden. Ne? Vielleicht direkt dazu auch die Frage, also welche Daten sind relevant, ist ja, steht ja dahinter. Und für unsere Kunden sind es häufig dann doch die wesentlichen. Also es gibt in der Technik gibt es wunderbare DDIs, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Informationen, die aber hinterher gar nicht so relevant sind. Also natürlich ist es schön zu wissen, wie schnell die Zapfwelle sich zu welchem Zeitpunkt gedreht hat, aber das ändert nichts, ne? Weil die Situation ist ja eine andere. Die meisten unserer Kunden wissen ja vorher nicht, wo habe ich wie viel Diesel verbraucht. Genau. Wie viel Diesel kann ich abrechnen? Und Diesel tut weh und nicht Zapfwellengeschwindigkeit. Nein. Oder wie viele Betriebsstunden. Also wir haben ja die Situation, dass wir in der Landwirtschaft häufig die Kosten nicht so im Blick haben, wie wir es vielleicht in der Industrie haben oder wie wir es in anderen Bereichen haben. Und deswegen ist wir fangen eigentlich immer ganz niederschwellig an und sagen, ja gut, wenn wir die Betriebsstunden haben, wenn wir den Kraftstoffverbrauch haben und den Standort, sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und wenn wir das zuverlässig in einem System haben, dann sind wir auf einem guten Weg. Und einfach zu bearbeiten dann. Ne? Aber Herr Bosch, kriegen Sie mal Nachfragen von Spezialkunden, die sagen, ich möchte irgendwas ganz Besonderes noch dazu dokumentiert haben, dass Sie sagen, oh Mann, das haben wir noch nicht gehört, sowas? Also grundsätzlich ist das, was die Vorredner gesagt haben, genau richtig. Ich würde die Daten eigentlich in zwei Kategorien unterteilen. Ja. Das eine sind die maschinenlastigen Daten, wie viel Diesel, welche Drehzahlen, vielleicht auch mal welche Verschleiße. Und das andere sind die agronomischen. Was wir mit Next Machine Management gemacht haben, ist, dass wir es nicht alleine entwickelt haben, sondern gemeinsam mit ECO, Lemken, Rauch, Pöttinger, Kuhn, Krone und Zunhammer. Mhm. Und für jeden einzelnen Maschinentyp, den diese Hersteller haben, haben wir ermittelt, was ist hier das Interessante. Und während das bei einem Rübenlegegerät natürlich ist, wie tief ist die Pille drinnen, wie viele Körner pro Quadratmeter habe ich, ist es vielleicht beim Häcksler interessant, wie viel Frischmasseertrag und wie viel Feuchtigkeit oder welche anderen Qualitätsparameter habe ich da drinnen. Es gibt dann Kunden, die sagen, mich interessiert die eine Drehzahl von der einen Welle in der einen Maschine da hinten. Der Ansatz, den wir fahren, ist aber, dass wir versuchen, für die Maschinen, Häcksler, Drillmaschinen, Sämaschinen zu identifizieren, was sind die 3, 4, 5, 6, 7 interessantesten Werte für die Maschine und die zeigen wir dann dem Landwirt. Weil im ISOBUS-Standard gibt es, wie viele DDIs gibt es? 800, 900, 1600, also viele. Da überfrachtet man den Landwirt. Was ist der interessante Datensatz? Den muss man ihm geben. Kann er das von Ihnen auch anpassen lassen? Sie sagen, die eine Welle, keine Ahnung, zieht da mit Lassefass hinterher und er will die Dosierpumpe des Lassefasses am Häcksler haben. Kann er das machen lassen bei Ihnen? Also grundsätzlich haben wir sehr komplexe Software, die man derart anpassen kann. Ja. Mit Next Machine Management versuchen wir eine Lösung zu haben, die out of the box, sagt man neudeutsch, also wie sie ist, für die meisten funktioniert. Und wir sagen eigentlich eher, wenn wir ein paar Kunden haben, die das wollen, dann schalten wir diese DDI frei. Das ist ein Haken, das ist kein Problem. Okay. Aber nicht in der Regel, wenn einer kommt, weil dann ist es eine sehr, sehr starke Spezialanforderung und würde dann die anderen Landwirte, die anderen Nutzer eher von der Nutzung wieder abhalten, weil es wieder zu komplex wird. Ja, interessanter Ansatz. Ich würde ganz gerne mit Herrn Kortenburg noch mal einmal zurückkommen. Den Unterschied zwischen einer teilautomatischen und einer automatischen Dokumentation. Ist das eine Spitzfindigkeit oder gibt es da einen erheblichen Unterschied? Ich würde sagen, am Ende des Tages muss man immer von einer teilautomatischen Dokumentation sprechen, wenn ich das ganz gesamtagronomisch betrachte, weil ich muss eine Buchung, die im System durchgeführt wird, meiner Meinung nach auch nochmal immer manuell prüfen. Ja. Es gibt Informationen, die kann ich nicht maschinell erfassen. Das ist beispielsweise, ich sag mal, bei der Spritzbrühe, die kann ich nicht vollautomatisiert aktuell ermitteln, Düngermengen oder Sorten, die in den Düngerschau eingefüllt werden. Das weiß die Maschine nicht, das muss ich eintippen. Also komplett ohne den Fahrer funktioniert es nicht. Wir können ein Subset von, sag ich mal, 95% der Sachen automatisch erfassen, aber es ist am Ende immer eine Zusatzinformation durch den Benutzer erforderlich. Das kann natürlich im Idealfall vielleicht nach einem Büro passieren, dass der Fahrer davon nicht betroffen ist. Es kann natürlich auch beides stattfinden. Ne? Der Fahrer, der fit ist, der das Tablet benutzen kann, der gibt das auf dem Feld ein und derjenige, der sagt, ich will damit nichts zu tun haben, der fährt einfach los und jemand im Büro weiß aus dem Auftrag, okay, er sollte jetzt hier das Mittel ausbringen und trägt das danach, prüft die Buchung, das ist, glaube ich, immer erforderlich und bucht es dann ins System ein.
Die Besonderheit liegt eigentlich hier, wie vorhin schon angesprochen, auch von dir, Lars, eigentlich in dieser Komplexität, und das ist eigentlich auch die Herausforderung. Wir haben so viele verschiedene Prozesse, die im Verlauf des Jahres auf einem Betrieb stattfinden, und sogar identische Maschinen können für völlig unterschiedliche Anwendungsfälle eingesetzt werden. Ja, klar. Und das ist genau das, wo die Komplexität liegt, dass ich eben für diese Einzelmaschinen jeweils anders auswerten muss. Jeder Kunde rechnet Maschinen anders ab. Der eine sagt, ich mache pro Stunde, der nächste sagt pro Hektar, der sagt, ja, ich mache noch Stunde die Anfahrt und die Hektar auf dem Feld. Und das muss ich abbilden können, weil die Prozesse und die Unternehmen sind einfach extrem unterschiedlich. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir eigentlich haben. Ja, das ist ja auch spannend. Beim Grubber, im modernen Grubber, kann ich mit 4 cm Arbeitstiefe einsetzen und bis 30. Ne? Im Prinzip ist es der gleiche Grubber, der sich mit dem gleichen Beacon anmeldet und sagt, ich bin der Grubber. Ne? Und dann sagt er plötzlich, du hast den 6-fachen Verbrauch. Was ist mit dir los? Vielleicht, Herr Brackhage, da nochmal drauf. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann mal eine Lösung zur Dokumentation gab, die anhand des Arbeitsmusters schon Vorschläge machte. Was ist das für eine Arbeit? Also im Grunde genommen, du fährst immer auf und ab mit 12 km/h, du machst Stoppelbearbeitung. Du fährst jedes Mal zum Stall und fährst wieder auf dem Acker, du bringst Gülle aus. Mhm. Gibt es sowas? Mist. Oder Mist. Ja, das wird schon schwierig. Oder Gärrest. Ja, schwierig, ne? Genau, da sind wir an der Stelle, was Dietrich gerade sagte. Also da sind wir ja bei einer, wir können Vorschläge machen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, aufgrund von Logiken. Im Frühjahr wird halt nicht gedroschen. Ja. Das machen Sie das? Das kann schon sein. Wir machen das, wir erleichtern das an manchen Stellen. Also wir erkennen beispielsweise Schlaggeometrien. Das kann schon funktionieren. Wir erkennen automatisch Ackerschläge und sagen, du bist jetzt auf dem Schlag, du arbeitest jetzt auf dem Schlag. Aber das krankt ja an der Stelle, wo ich irgendwie das Vorgewende irgendwie doch auf dem Nachbarschlag einmal rüberfahre und da bin ich dann doch nicht. Oder ich bin auf einem Wirtschaftsweg, der vielleicht so gar nicht existiert in meiner Schlaggeometrie, vielleicht doch härter dran weggepflügt oder so, man kennt diese Beispiele. Ja, und dann passt es, und dann, und dann passt es am Ende doch nicht. Also diese 100% Wahrscheinlichkeiten, dafür ist der Prozess nicht standardisiert genug. Das also heißt also, Sie müssen im Grunde genommen einfach darauf zugreifen können und zu sagen, du bist das oder das. Ich kenne verschiedene Beispiele auch aus unserem Haus, wo wir gesagt haben, da machen wir vollautomatisch und es ist nachher richtig scheiße geworden. Wie ist Deutschland erfolgreich geworden? Wir haben den Prozess analysiert, wir haben ihn standardisiert und dann haben wir ihn automatisiert. Ja. Das klappt in der Industrie wunderbar. Das klappt bei uns als Betrico GmbH intern, klappt das wunderbar. Rechnungen schreiben wir mit einem Knopfdruck. Aber in der Landwirtschaft klappt es dann am Ende doch nicht immer. Weil alle Prozesse unterschiedlich sind? Nicht alle Prozesse unterschiedlich, aber wir können nicht alle Prozesse standardisieren. Weil es gibt dann doch immer noch die Situation, also was ist es jetzt? Ist es Gärsubstrat oder ist es dann Gülle? Und ist es Bullengülle, ist es Schweinegülle? Und um das irgendwie voneinander zu kriegen, da hilft es schon, wenn der Fahrer sagt, ich habe es aber aus dem Schweinestall geholt und nicht aus dem Bullenstall. Okay. Also wir machen da zum Beispiel ein paar Vorschläge, ne? wenn die führende Maschine die angehängte Maschine erkennt, dann machen wir Vorschläge, ist es das wieder sozusagen, ne? Und macht ihr jetzt so damit weiter? Aber an der Stelle muss man auch fairerweise sagen, wir haben das an manchen Stellen sogar zurückgedreht, weil unsere Kunden gesagt haben, naja, ich habe das dann gelesen und habe gesagt, bestätigen unten rechts und alles ist gut. Okay. Also wenn man eine Voreingabe hat, das kennt ja jeder auch aus dem Internet, da steht schon was drin, ich bestätige einfach mal. Wenn nichts drin steht, also wir haben Kunden, die sagen, nehmt alles raus, ich will alles, leere Felder sind fehlerhaft. Aber wenn was drin steht, dann muss es passen. Gut, aber mal tippt er einen Stoppelsturz, dann sagt er grubbern, dann sagt er flachgrubbern, dann sagt er, keine Ahnung, Stoppelbearbeitung. Da ist ja auch wieder eine Ungenauigkeit drin, dass die Arbeiten dann wieder nicht stringent dokumentiert werden, oder? Ist am Ende nicht ganz entscheidend, wenn wir wissen, wenn wir die verschiedenen Maschinen abstrakt voneinander betrachten, dann spielt es ja eigentlich keine Rolle, weil wir wissen, der Schlepper hat länger gebraucht, der hat mehr Diesel gebraucht und der Grubber hat eben so und so lange da gebraucht. Also wenn wir es runterbrechen auf die einzelne Maschine und einzelne Standardeinheiten auf Zeit, das dauert eben, wenn wir tiefer grubbern, dauert es eben länger, es braucht eben mehr Diesel. Okay, dann kann man das da ableiten. Wo kann der Fahrer denn noch Fehler machen, Herr Kortenbruck? Ja, das eine ist natürlich die Eingaben auf dem Tablet. Ich kann mich vertippen, das ist jetzt gut irrismenschlich, kann man keinem anlassen, passiert. Aber ich glaube, das ist nicht der Standardfehler, der passiert. Standardfehler kann man eigentlich noch nicht mal dem Fahrer anlassen. Das sind eher Dinge wie, vielleicht der Akku von meinem Tablet ist leer, das Datenvolumen der SIM-Karte. Dann ist, es gibt, der Fahrer hat sein Passwort vergessen. Also es gibt genug Fehlerquellen, die theoretisch da sein können, die uns auch, wir haben ja auch eine App, die parallel benutzt werden kann, die uns auch begegnen in der Praxis. Und deswegen sagen wir von unserer Philosophie her, es ist super, wenn der Fahrer eine App benutzt oder die Möglichkeit hat, Zusatzeingaben zu tätigen, einfach weil er das jetzt nicht auf den Zettel schreiben will.
Aber ich muss halt irgendwie eine gewisse Dokumentation haben, die so eine Basisinformation schon mal sicher dokumentiert, die ich dann ergänzen kann. Sodass, also wenn es zu einem Fehler kommt, ich mich einlogge, ah, da war doch der und der Fahrer drauf, ich spreche ihn eben an, wie viele Ballen hast du denn da runtergefahren, sagt er mir das, ah, okay. Information ist da. So ist unsere Philosophie an der Stelle, wir fahren damit ganz gut. Man muss natürlich auch sagen, unsere Daten wandern dann über den Agi-Router oder Schnittstellen vielleicht direkt zu 365, das heißt, diese endgültige Buchung und die Eingabe in der App funktioniert auch, ist auch nicht bei uns, sondern das ist dann in dem Partnersystem, wo dann die Buchung letztendlich vorgenommen wird. Also wir liefern nur das Basisset der Daten. Deswegen habe ich eben gesagt, wir sind sozusagen der aufnehmende Partner und da muss man natürlich dann nochmal überprüfen am Ende des Tages, der Saison, wann auch immer der Betriebsleiter das macht, ist das alles plausibel, weil in der Praxis sind ja dann doch Dinge noch manchmal etwas anderes umgesetzt, als sie vielleicht zurückgespielt worden sind. Ne? Aber diese Möglichkeit besteht und die ist auch wichtig, dass sie besteht. Da würde ich Herrn Bosch auch nochmal fragen, wenn sich Fehler einschleichen. Ich bin mal beim Landwirt gewesen, wir hatten sehr, sehr früh ein Dokumentationssystem und haben mähdrisch dokumentiert. Die haben einfach die Aktivität des Mähdreschers, ist halt ein Taster am Schrägförderer und der sagt, ich habe das Schneidwerk unten, habe das oben. Das hat er sich losgerappelt, ganz irdisch, und plötzlich war das völlig unterschiedlich. Mal hat er gedroschen, mal hat er nicht gedroschen. War halt ein mechanischer Fehler, der dann zu einem digitalen wurde. Wie kann ich sowas reparieren? Also Sie sagten, Sie schicken die Buchung los und können vorher die Plausibilität prüfen, richtig? Also in unserer Lösung kommen die Daten vom Agri-Router rein. Die Daten, die als Rohdaten reingekommen sind, kann ich nicht manipulieren. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es gut so ist, dass die Rohdaten nicht manipuliert werden. Genau. Was ich aber machen kann, ist, ich kann aus diesen Rohdaten zum Beispiel eine Maßnahme buchen oder einen Bericht erstellen und dort dann einzelne Werte, wenn ich das möchte, immer korrigiere. Klassisches Beispiel ist, ich habe gespritzt auf einem Feld, dort wollte ich 200 Liter pro Hektar spritzen, das sind 5 Hektar, habe ich 1000 Liter, die ich brauche. Jetzt habe ich aber am Ende vom Feld die Spritze ausgespritzt, das heißt, ich habe leer gespritzt, Frischwasser reingezogen, wieder ausgespritzt, Frischwasser reingezogen, wieder ausgespritzt, okay. Und dann waren es auf einmal 1300 Liter. Wenn ich jetzt sage, diese 1300 Liter wären die ganze der Wirkstoff gewesen, dann habe ich viel zu viel appliziert. Und deshalb ist es immer notwendig und wichtig und richtig, dass der Computer den Vorschlag macht, die Daten den Vorschlag machen, bei Applikationskarten übrigens genau das Gleiche, und der Landwirt dann das letzte Wort hat, was er in seine tatsächliche Dokumentation reinnimmt, weil eine voll automatisierte Dokumentation ohne jegliche Interaktion, da kann man alle der anwesenden Firmen in den Ruin treiben, das auszutüfteln bis ins letzte Detail, und dann funktioniert es noch immer noch nicht zu 100%. Kritiker sagen dann ja, wenn ich die Möglichkeit habe, zu buchen, zu korrigieren, dann ist das mit der Dokumentation auch nur halb viel wert, aber Sie sagen gerade, die Rohdaten bleiben erhalten, das, was da gemacht worden ist, richtig? Genau, also die Rohdaten bleiben erhalten, das heißt, das hat man immer als Nachweis. Man kann dort dann auch Bemerkungen machen und quasi festhalten, dass zum Beispiel die Spritzbrühe noch ausgebracht wurde. Der Johannes Sonnen hat in der vorhergehenden Podiumsdiskussion auf die Elster-Steuererklärung ist er eingegangen und hat gesagt, dort gibt der Landwirt auch seine Daten, nicht der Landwirt, der Nutzer, der die Steuererklärung macht, auch seine Daten ein, und der Staat hat da ein gewisses Vertrauen, dass man die Daten richtig eingibt und stichpunktartig wird es kontrolliert. Und ja, ich denke, dass es da auch, WMN, auch genauso sein kann und sein wird, dass natürlich das im Zweifelsfall kontrolliert wird, aber das kann auch über nicht digitale Wege funktionieren, indem man rumfährt und schaut, was in der Spritzbrühe drin ist. Mhm. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, aber die Ursprungsdaten, die sollten nicht manipuliert werden, werden aber die auch nicht. Ich glaube, da ist noch viel Vertrauensarbeit bei manchen Landwirten, die es bisher heute noch nicht machen, notwendig, die also sagen, du drückst erst auf den Knopf, wenn du sie freigegeben hast. Weil ich glaube, wenn viele automatisierte, teilautomatisierte Dokumentationen hören, da haben wir eben schon drüber gesprochen, will ich auch nicht nochmal drauf rumreiten, aber das nehme ich aus meinem Umfeld wahr, die sagen, das will ich gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wo die überall hingeschickt werden, die Daten danach, oder wer denn da Bock drauf hat auf die Daten. Ne? Genau, also der Landwirt hat bei uns immer das allerletzte Wort, was er dann in seine Ackerschlagkartei tatsächlich reinbucht, und einen Dritten gehen die Daten sowieso nicht, ohne dass der Landwirt dem zustimmt, das ist natürlich auch klar. Und er sieht auch immer, bevor er bucht, was dann da für Mengen drinnen stehen, und kann es im Zweifelsfall korrigieren. Das ist ein gutes Stichwort, Herr Brackhagel. Wenn Daten geteilt werden sollen, wie mache ich das, wie entscheide ich das, wie habe ich den Überblick, wer was kriegt? Wie funktioniert das? Da gibt es zwei Ebenen bei uns. Das eine ist im Bereich der Unternehmer untereinander. Also ich bin Subunternehmer bei Ihnen, fahre bei Ihnen mit, und Sie sagen jetzt, Sie wollen gegenüber der Biogasanlage am Ende abrechnen und sagen, die drei Gespanne von Brackhagel, die müssen irgendwie mit rein bei mir ins Projekt. Also das heißt, wir sind beide Agrarmonitor-Kunde, da können wir unproblematisch untereinander die Aufträge austauschen. Und dann gucke ich jetzt einfach nochmal den Kollegen von 365 an. Dann gibt es nochmal den Fall, wo Kunden von uns
Kunden von 365 betreuen. Also sprich, der Landwirt ist Kunde des Lohnunternehmers, der Lohnunternehmer verwendet Agrarmonitor und der Landwirt verwendet eben 365 und dann kann der Lohnunternehmer eben sagen, ja hier meinem Landwirt A möchte ich jetzt die Maßnahmen übergeben, Landwirt B die und die kommen dann eben bei 365 an und so hat der Landwirt ohne Systembruch die von dem Fahrer erfassten Daten in seiner Ackerschlagkartei durch den Lohnunternehmer erledigt, dokumentiert. Lohnunternehmer ist Dateneigentümer, er hat die Daten erfasst, die Datenhoheit bleibt beim Lohnunternehmer und der entscheidet, mit wem er sich vernetzt. Okay, und umgekehrt kann der Landwirt bei 365 dann sagen, genau, ich schicke dem Lohnunternehmer, der bei mir den Mähdrosch macht, die Schläge zu. Genau, der Häcksler. Im Vorfeld, der Landwirt hat ja für den Landwirt das führende System ist dann 365, hat seine Ackerschläge da drin, hat seine Ackerschlagkartei da drin und sagt hier, die 5 Schläge, Lohnunternehmer, die Dresche machen. Ah, okay, gut. Dann habe ich hier noch eine Frage. Das zieht sich eigentlich durch den ganzen Tag durch, die Qualität der Daten. Ne? Also dann vielleicht auch nochmal an Herrn Kottenbruch, die Qualität der Daten, wie kann ich die sichern? Das ist ja echt noch so eine Frage, die so durch alle Foren durchwabbert. Können wir alle, aber da könnte es schon Schwierigkeiten geben. Ja, das ist eigentlich so, muss man leider sagen, unser Hauptgeschäft, dass wir die Daten aufnehmen von den Maschinen. Wir haben den Isobus Task Controller, der dort zuständig ist, die Daten von den Maschinen, also von Anbaugeräten abzufragen. Und da ist es ja nun leider so, und das ist der Branche auch bekannt, dass man manchmal das Gefühl hat, dass diese Isobus-Norm eher Empfehlungen ausspricht, wie gewisse Dinge zu handhaben sind. Aber letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen. Und da haben wir echt sehr viel Zeit reingesteckt, das stabil hinzukriegen, weil wir müssen dem Kunden nachher den Daten, also das Datum oder den Wert liefern, den er auf der Maschine sieht. Ob der richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Aber das ist das, was der Kunde als Vergleich hat und den will er nachher auch in seinem Portal sehen. Wir machen teilweise auch, wir haben natürlich immer Kunden, die Maschinen haben, die gar nicht in diesem ganzen Agrartechnik-Umfeld, Isobus-Umfeld aktiv sind. Wir reden von LKWs, irgendwelchen Radladern, Teleskopladern. Das ist natürlich auch ein Thema, wo wir uns um Schnittstellen kümmern. Und selbst wenn wir auf dieser Hardware- und Protokollebene, also Kabel, Isobus-Protokoll und so weiter, dann, ich sag mal, eine Kompatibilität hergestellt haben, kommt aber noch eine Datenebene darüber, nämlich, dass wir filtern müssen, ungültige Daten. Ne? Also ich habe GPS-Sprünge, ich habe irgendwie Maschinen, die lange im Leerlauf rumstehen, dann hat der eine Zündplus, der andere Dauerplus. Da gibt es zig einfach Stellen, wo es schiefgehen kann. Und das müssen wir per Hardware, per Software, per Algorithmen am Ende des Tages einfach rausfiltern. Ne? Was ich mich ja frage, wer macht das bei den Bauern zu Hause? Also wie schaffen Sie das im Support? Also das ist ja sicherlich eine Riesenherausforderung. Das ist alles ganz super, aber wenn ich jetzt Hühner meinen Betrieb habe und das funktioniert nicht, wie geht das? Also ist eine Frage an alle. Also ja, fangen wir bei Herrn Schönmöch an und dann Herrn Backer. Super, das ist immer gut, wenn man die vorlegen kann. Also hier, wir versuchen dann natürlich genau, um diese Dinge abzufedern, sehr nah beim Kunden zu sein. Das ist keine Floskel, das ist wirklich so. Das Support-Team ist relativ groß von den Kollegen, die hier sitzen. Entsprechend haben wir auch Personen im Feld, die dann mit vor Ort sind, mit unterstützen. Anders geht es im Prinzip nicht. Ne? Das muss sich der Kunde einmal auskennen, wie man sozusagen die zusätzliche Hardware anschließt. Das muss sich aber auch der 365-Mitarbeiter auskennen, wie man das dann handelt und das nicht nur bei Ihnen, sondern eben auch hier bei Agrarmonitor und so weiter. Ne? Und es ist schon sehr, sehr komplex und wir fordern da von den Betrieben schon relativ viel, aber wie das immer so ist. Die Themen sind nicht mehr ganz so neu. Man muss sich etwas hineindenken und auch ein Gefühl dafür entwickeln und dann geht es schon recht ordentlich. Ne? Okay, also eigentlich geht es sogar ganz gut. Herr Bosch? Eine Ergänzung vielleicht dazu noch. Ich glaube auch, dass so ein Ansatz wie der Agri-Router da der Branche auf jeden Fall hilft. Bisher waren ja die Hersteller jeweils in ihrer eigenen Welt unterwegs und hier sieht man es jetzt auch. Mit unserem Maschinenmanagement ist eine Lösung, die mit vielen starken und selbstbewussten Partnern entstanden ist, die aber auch gemerkt haben, oh, die anderen machen das vielleicht ein bisschen anders. Ja. Auf der anderen Seite werden solche Lösungen dann auch von den Herstellern benutzt, um ihre Agri-Router-Anbindung zu testen. Und dabei merken wir jetzt auch, dass die Hersteller natürlich schon immer strikter und gleichmäßiger diesem Isobus-Standard folgen, um auch mit möglichst vielen von den hier ausstellenden Firmen kompatibel zu sein. Okay. Und deshalb waren wir irgendwann mal vor 2 Jahren fertig mit dem Produkt und haben es eingeschaltet und haben es losgelegt und haben gemerkt, oh,
wenn da ein Krone-Häcksler fährt, kommt da was ganz anderes raus, wie wenn der Häcksler auf einmal eine andere Farbe hat. Und dann ist die Arbeit erst losgegangen und wir haben geschaut, hey, warum kommen die Daten so an? Da gibt es viele technische Begriffe, Lifetime-Totals, mit denen sich niemanden hier jetzt langweilen will, aber da wirklich ins Detail reinzugehen und dann rauszufinden, woran es liegt und das wann kommen die richtigen Daten raus. Da ist richtig viel Arbeit drin, die wahrscheinlich in allen Häusern hier gemacht wird, aber natürlich voll im Interesse des Kunden, weil ich bin davon überzeugt, dass der Landwirt sich nicht reindenkt, was ist ein Lifetime-Total, was ist eine DDI, das interessiert ihn überhaupt nicht, sondern da muss stehen, wie viele Tonnen Weizen habe ich gedroschen. Also wir haben vor ein paar Jahren mal Maisdrillen getestet, also relativ einfach mit einer automatischen Teilbreitenschaltung, Isobus-Funktion. Und haben einen festen Zeitplan gehabt, wann wir fertig sein wollten und wir waren nachts um 4 fertig, weil jedes Mal, wenn der Stecker reinging und der Techniker der vorherigen Maschine irgendwo ein anderes Häkchen gesetzt hat, dann ging wieder nichts. Also das ist schon kompliziert. Sie hatten noch dazu eine Anmerkung zum Service. Ja, ich glaube, man muss nochmal zwei Sichtweisen denken. Das eine ist, was der Kollege Bosch auch gerade sagte, aus Landtechnik-Herstellersicht gibt es bestimmte Interessen an Daten. Das sind dann natürlich auch Motordaten, wie verhält sich meine Maschine in bestimmten Situationen. Aber den Landwirt interessiert das nicht. Denen ist das ja egal. Ich komme wieder auf die drei wesentlichen: Stunden, Standort und Kraftstoffverbrauch. Und man darf, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, alles, was irgendwie geht, zu tun. Ja, okay. Weil mehr Informationen schaffen nie mehr Überblick. Und wenn man das wirklich verinnerlicht hat, weil wir kennen das alle, ich will das noch, ich will das noch, ich will das noch und es muss ganz einfach sein und es soll nur ein roter Knopf sein, dann soll alles gehen, wie ich es mir träume. Ja. Und was wir häufig erleben, ist, dass auch Kunden dann sagen, naja, das ist alles so kompliziert geworden. Ja, das ist das Ergebnis von, du willst das, das und das. Ne? Also deswegen, glaube ich, müssen wir da auch ein bisschen sauber bleiben und sagen, was will der Kunde eigentlich wirklich? Also was ist das Problem? Löst das das Problem oder löst die Geschwindigkeit der Zapfwelle das eben nicht? Und dann ist die Supportfrage auch deutlich einfacher. Also die Frage würden Sie ja nicht stellen, Sie kaufen sich ein neues iPhone, da stellt sich die Frage ja nicht, wo bekomme ich das Support für, sondern es ist selbsterklärend, Sie bekommen es hin, es funktioniert. Und das muss ja der Anspruch sein. Der Anspruch muss ja sein, eine Lösung anzubieten, die es tut. Im Kleinen, ich habe vor 3 Tagen einen neuen Laptop von unserer IT gekriegt, ich habe einen Tag nicht arbeiten können, weil er irgendwo bis ich ja, aufgrund der Komplexität der Dinge, aber... Hier ein Passwort, da eine Einstellung. Aber das ist wenn Sie ein neues Auto kaufen, wollen Sie ja nicht auch erst 2 Tage eine Einweisung bekommen, sondern sagen, ich will jetzt losfahren und Freude am Fahren erleben. Ne? Ja, stimmt. Ja, man muss aber auch selbstkritisch sagen, dass, wie man das vor vielleicht 10, 12 Jahren gemacht hat, ne, den Kunden, den Landwirt von A nach B geschickt, weil beim Thema Isobus nichts voranging. Wir sind ja schon auch alle miteinander enger zusammengerückt. Ne? Also hier, du kennst dich aus mit 365, wir kennen uns ein bisschen bei, oh ja, jetzt schüttelst du den Kopf. Aber im Grunde kann man eben auch Fragen für den Kunden beantworten, für ein Thema, was einem nicht im Originären betrifft, das will ich damit sagen. Na ja klar, wie viel Support man abseits des eigenen Produktes leistet. Also wir haben ja Föderalismus in Deutschland, wunderbar. Ja. Jeder kennt diese EU-Förderung, das die gemeinsame Agrarpolitik. Warum hat jedes Bundesland ein eigenes Portal? Haben wir eben schon mal. Ibalis, Vera, Andi, wie es überall heißt, also Flo RLP, das ist ja Wahnsinn. Da habe ich es heute nicht begriffen, warum wir eine EU-Förderung föderalistisch runterbrechen müssen. Und dann geht es ja auch wieder zurück. Wir dokumentieren Nährstoffe und in Niedersachsen vollkommen anders als in Nordrhein-Westfalen. Und was wir alleine diskutieren mit Kunden, die Nährstoffe von NRW nach Niedersachsen verbringen. Mhm. Das ist ja nicht mein, das ist nicht mein Problem, das kann Cem Özdemir mir vielleicht lösen oder Ursula Hein-Esser nicht mehr. Aber das ist... Das beschäftigt man sich ja auch damit und sagt, ja klar, zeige ich dir, wie du bei Andi deine Shapes exportierst. Ja, aber das ist, Herr Bosch. Ja, ich wollte im Endeffekt nur noch hinzufügen, es gibt ja auch schon seit 10, 15 Jahren teilautomatisierte Lösungen zur Dokumentation. Das war nur so kompliziert und so technisch, dass das kein Mensch verwendet hat. Also wir haben da vielleicht eine Handvoll Kunden, vielleicht sind es 50 oder 80, die das schon seit 10, 15 Jahren machen. Die haben da Spezialisten, die nichts anderes machen. Aber jetzt mit den Lösungen, die wir jetzt anbieten, wollen wir ja wirklich sagen, hey Landwirt, wir zeigen dir das vielleicht mal oder Lohnunternehmer 10 Minuten. Und dann, wenn du WhatsApp oder Facebook auf dem Handy bedienen kannst, dann kannst du auch Maschinendaten verarbeiten. Und das muss ja auch der Anspruch sein, dass es intuitiv ist. Es sind Profisysteme, deshalb wird es wahrscheinlich nicht so einfach, dass es nur einen Knopf gibt und dann ist alles schön und gut. Aber es muss einfach genug sein, dass sich ein Landwirt, der kein IT-Studium hat, damit auseinandersetzen kann und auch Freude daran hat, mit so einer Lösung zu arbeiten, weil sonst ist es eine Totgeburt. Viele haben gesagt, dass das erste Smartphone brauchte, um das in Gang zu bringen, weil sich viele Haptiken danach richten. Gut, ich gucke mal mit auf die Uhr. Ich würde ganz gerne noch eben, hatten wir ganz interessante Fragen aus dem Publikum. Bitte, wer möchte unsere Experten hier noch was fragen? Nutzt die Möglichkeit. Mikrofone haben wir auch. Der Erste traut sich immer nicht. Nein.
Es ist relativ ruhig, dann haben wir das schon mal ganz gut behandelt, glaube ich, das Thema. Vielleicht dann noch eine Frage zum Schluss, würde ich jetzt mal rein bei Herrn Brackhage anfangen, gehen wir einfach mal durch. Wenn wir uns jetzt hier in gut einigen Jahren wieder treffen. Wie viele Jahren? Boah, fünf. Ich rechne gerade nach, jo. Oh, okay. Wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, wie funktioniert dann Dokumentation in der Bereich Landwirtschaft? Die Kurzantwort ist teilautomatisiert, ne? Ja, immer noch. Ne? Ja, nein, die Antwort ist teilautomatisiert. Wir werden, der Agri-Router hat in den letzten 2 Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen, glaube ich, das kann man so sagen, das wird er weiter tun. Es werden zunehmend Daten automatisiert von Maschinen herkommen und wir werden zunehmend die Systeme miteinander vernetzen, wie jetzt, wie gesagt, 365 habe ich gerade beschrieben. Und ich glaube, das ist der Weg. Herr Bosch? Eigentlich die gleiche Meinung, teilautomatisiert, definitiv. Ich glaube, dass die Hemmschwelle, solche Systeme zu verwenden, geringer wird. Es wird mehr Vertrauen entstehen in solche Systeme. Lenksysteme, GPS, Section Control war lange nur für große Betriebe, vielleicht sogar nur in Osteuropa, ist nichts für uns. Ich glaube, dass Technologien, über die wir heute und hier sprechen, wie Applikationskarten, aber auch teilautomatisierte Dokumentation, beweisen werden, dass sie das Leben des Landwirts einfacher machen und ihm gleichzeitig auch helfen, die gesetzlichen Anforderungen und seine eigenen Managementanforderungen zu erfüllen. Und deshalb denke ich, dass wir wieder eine sehr spannende Diskussion in 5 Jahren haben. Ich habe gerade schon geschaut, ich habe Zeit. Und dass dann aber schon mehr der anwesenden Landwirte und Lohnunternehmer im Saal solche Systeme einsetzen als heute. Schönberg? Also in 5 Jahren ist ja nicht mehr so lange hin und wir sehen heute schon, dass genau die Betriebe diese Erwartungen haben, dass eben mehr automatisiert funktioniert und da werden wir uns auch zwangsläufig weiterhin entwickeln, sowohl was die Informationen vom Fahrmanagementsystem hin zur Maschine, als auch dann entsprechend zurück. Also bidirektional. Ganz genau. Und ich würde ein Stück weitergehen, weil ich weiß und sehe, was wir heute schon können, dass wir einen höheren Automatisierungsgrad haben als das einfache zu sagen, teilautomatisiert, das ist nämlich ein bisschen Vorsicht mit dabei. Also die Informationen fließen automatisch zurück, werden dann aber nochmal überprüft werden müssen. Das ist ganz logisch. Und da werden wir stehen und das wird auch einfacher funktionieren. Herr Kortenburg, Sie haben die undankbare Aufgabe, der Letzte in der Reihe. Das letzte Wort. Nein, in 5 Jahren stelle ich mir vor oder würde mir wünschen, oder eigentlich bin ich sogar sehr sicher, dass das funktioniert, wenn wir das alle wollen, dass wir automatisch dokumentieren können, in die Ackerschlagkartei, in die Lohnunternehmer-Software, ganz egal wohin, ohne dass wir irgendwelche Hardware-Module auf Maschinen verbauen müssen, nur um an die Daten zu kommen, sondern dass wir die dann einfach aus dem Agri-Router rausziehen, ins Portal automatisch reinfließen lassen, die Analysen fahren, die Auswertung fahren, die der Kunde braucht, sei es Fahrmanagement, wie auch immer, was die Anforderungen sind, und den Kunden so einfach per Software zufriedenstellen zu können, mit vorhandenen, standardisierten, funktionierenden Schnittstellen, ohne unsere Hardware installieren zu müssen. Also quasi Smartphone-Komfort. Ganz genau. Gut. Also wer jetzt noch eine Frage stellen will, hauen Sie raus. Sie können jetzt noch, sonst würde ich... Ich könnte Dietrich noch widersprechen. Bitte. Also ich glaube es deswegen nicht. Wir sind bei teilautomatisiert, weil die Produktzyklen viel zu lang sind. Der Kollege Schönberg hat es ja gesagt, auch 5 Jahre, das ist ja gar nicht so weit hin. So, und wenn wir gucken, in was für Produktzyklen wir ja denken, auch in der Landtechnik, also ist vielleicht nicht wie als Softwarehersteller, aber in der Landtechnik, dann sind 5 Jahre doch wirklich schnell rum. Und wenn wir dann denken, wie alt Maschinen auf Betrieben sind, das heißt, in 5 Jahren sind ja noch, oder ich sage mal anders, 70% der Maschinen, die jetzt gerade rollen, sind ja in der Landwirtschaft dann in 5 Jahren noch da. Also wenn ich jetzt einen neuen Schlepper kaufe, dann läuft der vielleicht ja in 5 Jahren noch. Das heißt, was jetzt nicht verbaut ist in der Maschine. Es gibt auch noch einen 1455. Bitte? Ja, mach ein Update. Ja, genau, mach ein Update. Also das ist ja Teil der Geschichte. Wenn wir anfangen, Maschinendaten, ja, ist kein Problem, könnt ihr machen, könnt ihr nehmen. Aber nur bei der Baureihe ab 2019. Ja. So, und bei der Baureihe ab 2020. Und dann gibt es irgendwelche Module, die von der Landtechnikseite hätte man extra kaufen müssen, hätte 2000 Euro extra gekostet. Da sagt der Landwirt, auch für 2000 Euro nehme ich lieber den besseren Sitz. So, und also ich glaube nicht, dass wir so weit sind, dass wir in 5 Jahren allein die Technik flächig in den Maschinen verbaut haben, wenn nicht die Landtechnikhersteller sagen, ja mein Gott, es kostet nichts, bau überall drauf. Ne? Bei der im Moment Softwareverfügbarkeit bzw. Hardwareverfügbarkeit wird es was kosten. Ja.
Aber es ist spannend, aber das stimmt schon. Aber in der Gesamtmaschine, wenn eine Telemetrieeinheit 2000 Euro kostet bei einem Feldhexer, dann dürfte es ja keine Diskussion sein. Nee. Da muss der Landtechnikhersteller schon Interesse haben und sagen, wir machen das jetzt mal Agri-Router-ready vom Werk aus und der Fahrer hat keine Möglichkeit. Ich meine, wenn Sie beim iPhone diskutieren würden, brauchen Sie eine Mobilfunkeinheit oder nicht, dann würden vielleicht auch Leute ohne nehmen und würden sich dann wundern, dass sie nicht telefonieren können. Also das ist ja das wieder das Thema, wie einfach möchte ich es machen. Wobei es telefoniert ja keiner mehr. Ja, WhatsApp geht auch ohne. Ja. Meine Kinder telefonieren nicht, die gehen grundsätzlich nicht als Telefon. Sprachnachricht. Ja, genau. Schön wäre es, wenn er antworten könnte. Ja. Nennt sich Telefonie, gibt es, ja. Okay, gut. Aber fand ich nochmal ganz spannend. Also die Produktzyklen werden schon kürzer. Na, wenn ich früher mal gesehen habe, 14,55 läuft teilweise immer noch. Das wird es wohl nicht mehr geben, aber gut. Das fand ich auf jeden Fall noch ganz spannend. Keine Fragen mehr, dann denke ich, wir können das Ganze mit einem Applaus beenden hier. Dankeschön. Wohin es geht und wohin es gehen kann, hören wir gleich im fünften Forum. Da geht es nämlich um die Autonomisierung und das Datenmanagement, also um die Geräte, die vielleicht gar keinen Fahrer mehr bei sich haben. Das ist auch nochmal ganz spannend. Also da lade ich Sie herzlich zu ein. Jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Wer eben da war, hat gesehen, dass ich Probleme habe, meine Uhr zu erkennen. Es ist jetzt 16:45 Uhr. Um 17 Uhr geht es also weiter mit dem letzten Forum des heutigen Tages. Freue mich auf Sie. Dankeschön. Uhr wiedergefunden.